Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Minecraft-Video. Ja, ich starte einfach mal eine neue Welt. Create a New World. Diese nenne ich einfach mal. Ja. Most incredible Map ever. Game Mode natürlich Survival, Search for Resources, Crafting, Gain Levels, Health and Hunger. Ja. Generate Structures natürlich auch on. Create a new world, please. Und es geht los, ich bin schon ganz gespannt. So, ich hatte ja schon mal ein Video zu Minecraft gemacht, das dauert eine Stunde, das kann ich ja irgendwie nicht hochladen. Das wird denn nochmal in einzelnen Teilen, denke ich mal, kommen irgendwann mal. Hier gibt es echt ganz viele kleine Schweinis. Okay. Wow. Lag extrem. Ich hoffe mal, das Ganze läuft flüssig. Aber egal. Auf jeden Fall, was ich auch in einem Video erklärt hatte, was ich hier auch wieder erklären werde. Ich hatte ja das Problem mit Minecraft, dass die Aufnahme extremst asynchron wurde, wenn ich so ein bisschen aufgenommen habe. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie ich dieses Problem beheben kann, nämlich indem ich mit Fraps nicht Minecraft direkt aufnehme, sondern, Moment, so, sondern ganz einfach in, ich bin zu blöd, sondern indem ich den gesamten Bildschirm aufnehme, wo dann ja auch Minecraft draufläuft. Und ja, das hat den Vorteil natürlich, dass das, wie gesagt, flüssig läuft. Hat eigentlich den Nachteil, dass ich zum Beispiel nicht mal eben die Aufnahme beenden kann. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Da muss ich ja hier mit meiner Holzaxt noch ein bisschen mehr Holz holen. So. Noch den Baum hier abholzen, dann erstmal eine Schaufel herstellen. Zacki, zacki. So. Und weil ich ja schon noch eine Workbench habe, lasse ich die hier jetzt einfach hier stehen. So, als erstes besorge ich mir mal ein bisschen Fleisch. Mist. So. Ja, Gott. Mit Lags ist das nicht so wirklich leicht zu treffen, so ein Schwein. So. Gut. Ja, was wird das Ziel für dieses Video sein? Gar keins. Spaß haben, wenn möglich. Und ich habe eventuell vor, eine, ja, nicht wirklich eine Serie aus Minecraft-Videos zu machen, sondern einfach ab und zu mal irgendwelche Minecraft-Videos zu machen. Entweder sowas hier oder im Let's Play Together-Style oder mal einen Server ausprobieren oder sonst was. Oder mal eine neue Minecraft-Version irgendwie ankündigen, erklären, sonst was. Irgendwie sowas in der Art. Aber definitiv, den Fehler mache ich nie wieder. Definitiv wird mein Channel nicht Minecraft ausgelegt sein. Also nochmal die Botschaft an alle, die dieses Video sehen. Wenn ihr nur Minecraft sehen wollt, seid ihr bei mir falsch. Wenn ihr auch an anderen ja, Gameplay-Videos interessiert seid, dann seid ihr bei mir super richtig. Ihr seid hier dann richtiger als bei sonst irgendeinem Kanal. Denn bei mir gibt es qualitativ und quantitativ sehr hochwertige Videos. Ach ja, noch etwas. Dadurch, dass ich natürlich das ganze Bildschirm, den ganzen Bildschirm aufnehme und nicht Minecraft direkt, habe ich natürlich auch unten die Taskbar und oben ein Stückchen was vom Minecraft-Fenster mit dabei. Das wird später rausgeschnitten. Das hat eigentlich die Folge, dass das eventuell ein bisschen komisch aussieht. Zum Beispiel, wenn jetzt hier das Schwert ziemlich weit aus dem Bildschirm rausgeht oder oben links der Schriftzug Minecraft Beta 1.8.1 leicht abgeschnitten ist. Lasst euch davon am besten gar nicht irritieren. Beachtet es gar nicht. Ich meine, wenn ich wollte, dass ich es nicht beachtet, hätte ich es wahrscheinlich nicht erwähnen dürfen. Aber das ist jetzt mein Fehler und den kann ich nicht mehr rückgängig machen. So, das ist ja ein richtiges Kuhparadies hier. Hier gibt es ja mächtig viel Steak, denn wenn ich mal die Kuh treffen würde. Gott. Geht doch. Oh. Ein Stückchen kackbraune Wolle. Hallo Schaf. Wolle brauche ich ja eh, denn ich möchte mir ziemlich,
ziemlich eventuell auch mal irgendwann wegmachen. So. Gott, musst du mich so erschrecken. Jetzt weiß ich auch, wo die kackbraune Wolle hergekommen ist. So. Da fällt einfach so ein Schaf um den Himmel. Ich glaube, ich spinne. So. Und die Kuh hier auch noch. Dann reicht es aber auch erstmal mit Futter. Ich will nämlich auch noch ein bisschen was von der Welt hier sehen und nicht nur den Hintern von einer Kuh, die vor mir flüchtet. So. Ich bräuchte mal Kohle. Da liegt noch Schweinefleisch rum. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich bräuchte trotzdem mal Kohle. Nein, ich habe ja noch Rohholz. Das kann ich zur Not auch noch verfeuern, aber da ist Kohle. Übrigens der schöne Felswand hier so. Ganz allgemein jetzt gesagt. So. Muss ich mir hier einen steinigen Weg nach oben buddeln. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich auch schon gleich Stein bekomme. Denn den kann ich später auch noch sehr gut gebrauchen. Muss hier lang. Ah, direkt über mir ist das. Das Objekt des Begehrens. Die Kohle. Heilige Kohle. Frag mal hier den netten Gronkh, ne? Der weiß auch, Kohle ist toll. Der wird euch das bestätigen. Ganz eindeutig. So. Und noch mehr Kohle. Das ist super. Das gefällt mir. Jojo. Ich dachte schon, ich hätte da den Block mit einem Fadenkreuz verlassen. Das wäre nicht ganz so schön gewesen, weil dann hätte ich nochmal von vorne losbuddeln müssen, zumindest an dem Block halt. Ah ja, und für alle, die jetzt hier zugucken und Minecraft noch nicht besitzen, holt's euch. Wirklich, erstens lohnt sich's total. Und zweitens, es dauert gar nicht mehr so lange. Denn wird Minecraft nicht mehr für 15 Euro halt ich sein, sondern 20 Euro kosten. Also, ne? Schlag zu, solange es günstig ist. Ich meine, 20 Euro lohnt sich zwar auch, aber trotzdem. Ich meine, die 5 Euro haben oder nicht haben, ne? Und irgendwann verfallen sie sowieso alle dem Drang von Minecraft. Zum Beispiel als Minecraft, naja, nicht neu war, aber als ich mit Minecraft angefangen hatte, war ich aus meiner Klasse der Einzige. Mittlerweile spielt über die Hälfte Minecraft. Also die Hälfte davon hat Minecraft legal und irgendwie noch 2-3 Personen haben es illegal. Und die werden sich es wahrscheinlich dann auch noch irgendwann mal kaufen, damit sie auf dem Server zocken können. Also. Ja, Minecraft verkauft sich ja immer noch erstaunlich gut, wie ich finde. Ich hätte nicht gedacht, dass, sich das immer noch so gut verkaufen würde, aber es tut es ja. Das tut es. Und wenn dann später in der Vollversion auch noch Add-ons rauskommen, die auch noch verkauft werden, dann wird sich das sicher auch noch gut verkaufen. Ich frage mich überhaupt, was dafür Add-ons kommen werden. Irgendwie, ob das denn neue Tiere sind, irgendwie so 50 neue Tiere oder sowas, keine Ahnung. Man wird es ja sehen. Und ob da überhaupt Add-ons kommen werden. Also ich habe es so verstanden, als ich Minecraft gekauft habe, dass ich habe hier Minecraft Alpha-Account gekauft. Also noch ein Alpha-Stadion. Und ich sollte mir dringendst... Na, was heißt dringendst? Aber ich sollte mir mal einen Ofen basteln. Das mache ich gleich mal hier. Und ich habe, wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist das, was ich bekomme... natürlich die Beta und sämtliche Updates kostenlos. Das habe ich ja auch schon bekommen. Ach, hau einfach rein da den Schmarrn. Ich habe ja genug Kohle. Denn die Vollversion und alle Updates kostenlos. Das werde ich dann noch bekommen. Hoffentlich. Ich denke aber mal schon. Und anscheinend soll es ja irgendwie noch große Updates oder halt Add-ons oder sowas geben, die was kosten werden für Beta- bzw. Vollversion-Kaufer. Nur für Alpha-Käufer, wie ich einer bin, wird das denn noch kostenlos sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Es wird gleich Nacht übrigens. Ich könnte ja hier einfach mal ein
vorläufiges Häuschen bauen. Das wird auch dementsprechend klein gehalten. Das war schon mal falsch. So, hier. Natürlich. Das geht ja natürlich nicht. So, nee, noch. Herrgott. Ja, damit. So, hep, hep, so, nur noch. So. Das aussehenstechnisch technisch wohl hübscheste Haus, das ich je gebaut habe. Es ist vollbracht. Seht es euch an. Es sieht aus wie... Nun ja. Es sieht ausreichend aus. Ich könnte mir auch noch einen Holzboden machen, aber wofür denn, bitteschön? So, rein damit dir. Om nom 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 nom. Und nochmal nom nom nom. Lecker. Oh, ich kann mir eine Hose machen. Zack, 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 zack. Leather Pants. Sieht gut aus. So, und dann noch ein Bettchen. Nein. Holz und Wolle. Bett. Et voilà. Stell ich einfach mal hier. Möglicherweise eine schlechte Idee ist, dahin zu stellen. Ich stell's. Moment. Ich stell's so hin. Hahaha. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? So, dann lege ich mich mal pennen und nehme zur Sicherheit das Schwert in der Hand, falls irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber es ist nichts Unvorhergesehenes passiert. Ich kann schon mal ein bisschen was davon einsacken. Und mal ein bisschen das Haus verlassen und ein bisschen rumgucken, was haben wir denn hier so in nächster Umgebung. Dort ist ein Tonnenwald. Dort ist ein Berg, da ist eine Ebene und dort ist noch mehr Ebene und da hinten ist ein Sumpf, so wie es aussieht. So, dort ist gerade eben jemand verbrannt. Es interessiert mich natürlich, was war das und was hat es fallen gelassen? Wenn ich natürlich sehe, was... Ah, es war ein ganz eindeutig ein Skelett. Knochen kann man immer gut brauchen und Pfeile jetzt auch, weil seit der 1.8 macht Bogenschießen ja richtig Spaß und ist auch noch nützlich. Ich meine, vorher irgendwie 5 Pfeile für ein Tier. Wenn man jetzt richtig zielt, braucht man nur einen. Also, ein voll aufgeladener Schuss hat irgendwie die. Hat, glaube ich, die Stärke von einem Diamanten. Von einem Schlag mit einem Diamantenschwert. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, das Haus sieht doch richtig toll aus. Wirklich. Hätte ich ein Feuerzeug, dann wüsste ich, was ich damit mache. Ich mache immer wieder die Tür auf und zu. Ja. So, mach hin, ich will hier weg. Gut. So, ja. Ich lasse Zeug einfach hier, so wie es ist. Und dann gehe ich dort mal in den Wald und benimm mich wie die Axt im Walde und fäll da ein paar Bäume. Dann habe ich wieder Holz. Stein muss ich ordern. Muss ich dann auch vielleicht noch irgendwo herholen für einen neuen Ofen, falls ich denn einen Ofen brauche. Aber das wird sich alles dann zeigen. Jetzt erstmal Holz. So, die Bäume sind hier sehr groß. Ich glaube nicht, dass ich die komplett abholzen werde. Weil hier muss ich das ja auch nicht machen. Das ist ja nur eine temporäre Welt. Die werde ich auch löschen, sobald diese Aufnahme beendet ist. Und denn war sie nie wieder gesehen. Von daher kann ich auch Bäume hässlich hinterlassen. Das interessiert hier niemanden. So. Wenn ich den Baum hier abgeholzt habe, dann reicht das auch erstmal. Ich müsste so weit abgeholzt haben, wie ich ihn abholzen kann. Das habe ich jetzt getan. Und weiter geht's.